Der Traum von vielen Menschen, das Leben in Einklang mit der Natur, selbstbestimmt leben und unabhängig vom großen System oder großen Konzernen zu sein. Ja, das wünschen sich wirklich sehr viele Leute und ich möchte euch einfach mal in dem Video so meine Erfahrungen schildern bezüglich des Aussteigens aus dem System oder aus der Gesellschaft und ja, welche Tipps ich euch aus meiner Sicht da geben kann. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und ja, ich möchte euch mal neben den gewöhnlichen Videos hier auf der Farm mit den ganzen Obstbäumen, Früchten und der Natur hier in Costa Rica, möchte ich einfach mal so ein kleines Thema ansprechen, was mich auch sehr beschäftigt, und das ist einfach das Thema Aussteigen aus dem System beziehungsweise aus der Gesellschaft, weil das die Leute ja so schnell wie möglich mit allem haben möchten, selbstbestimmt leben, Einklang mit der Natur leben, und das halt für viele der Traum ist. Natürlich, für mich ist es auch ein Traum, ein Weg, den ich gehen möchte, Schritt für Schritt, und da möchte ich euch einfach mal so 5 Tipps mitgeben aus meiner Sicht, welche Erfahrungen ich gemacht habe und was für mich persönlich auch sehr wichtig ist, wenn man ein Aussteigerleben führen möchte. Und da möchte ich gleich beim ersten Punkt starten. Und das ist zwar die alten Strukturen, Gewohnheiten und Denkweisen einfach aufgeben. Also das heißt, wenn man schon sich auf den Weg macht, sich selbst bestimmt machen zu möchten, muss man einfach loslassen, offen sein und Platz für Neues schaffen. Denn erst wenn ich halt Platz für Neues geschaffen habe, also zum Beispiel Gewohnheiten aufgebe, Hobbys aufgebe, Menschen, mit denen ich mich früher viel beschäftigt habe, aber jetzt sie nicht mehr mit mir harmonisieren oder nicht die gleichen Aktivitäten haben, zum Beispiel wenn man sich jetzt mit dem Garten viel beschäftigt, mit Meditationen wie ich und Tai Chi zum Beispiel und Spiritualität, da hat man einfach nicht mehr den Bezug zu einem früheren Leben, wo man halt viel mit Leuten unterwegs sind, die halt auch in Diskos gegangen sind oder ähnliche Veranstaltungen oder nächtlichen Feten gehabt hat. Und ja, da lässt man einfach solche Menschen zurück, sucht sich neue Gleichgesinnte, und das zählt auch natürlich für Hobbys zum Beispiel. Also ich schaue jetzt immer weniger Spielfilme oder allgemein Filme und widme mich halt viel mehr mich selbst, zum Beispiel meinen Tai Chi, Meditation, dem Garten, und man schafft sich sozusagen Zeit und Prioritäten für neue Dinge, und man muss halt einfach dafür offen sein, und auch wenn es schmerzt, man muss halt auch alte Dinge, alte Denkweisen loslassen, sich weiterentwickeln und voranschreiten im Leben. Denn Leben ist Bewegung, und wenn es zum Stillstand kommt, dann ist es tot. Anschließend zu diesem Punkt ist es auch sehr wichtig, wenn man neue Menschen kennenlernt, diese neuen Verbindungen, diese neuen Netzwerke aufzubauen, zu pflegen. Und es ist halt immer einfacher, anstatt alleine auszusteigen und jetzt zum Beispiel in den Wald zu gehen, weil da musst du ja alles Mögliche machen, anbauen, eventuell ein größeres Projekt wie ich hast, Marketing, Briefe verfassen, Flyer verfassen, man kann nicht von heute auf morgen ohne Geld leben, man muss da schon irgendwas aufbauen. Es ist nun mal so, dass zum Beispiel Grundstücke auch etwas kosten, wobei ich da auch eine andere Sichtweise habe. Man muss halt auch Verbindungen zu anderen herstellen, eventuell wenn man Überschüsse hat, diese auch verteilen und verschenken und so halt immer mit den Leuten in Kontakt treten. Und man kann, wie gesagt, nicht von heute auf morgen aus diesem System aussteigen. Das habe ich versucht. Also da werden ja so viele bürokratische Hürden in den Weg gelegt. Und da ist es einfach wertvoll, wenn man viele verschiedene Leute hat und Talente, die halt gefördert werden und alle gleich respektiert werden, wo halt auch eine Harmonie entsteht. Also zum Beispiel ich beschäftige mich mit Permakultur, tue halt für die Gemeinschaft zum Beispiel die Essensversorgung sicherstellen, der andere ist für die
Unterhaltung mit Musik oder Malerei zuständig, einfach etwas Schönes fürs Auge. Der andere ist jetzt zum Beispiel gut in Social Media Marketing, zum Beispiel um Projekte zu fördern, neue Kontakte zu knüpfen. Und das ist halt einfach wirklich wichtig, dass man die Fähigkeiten von jedem verschiedenen Menschen aufnimmt, diese respektiert und alle gleichwertig unterstützt und sozusagen die Gemeinschaft wie ein Organismus, wie zum Beispiel menschlicher Organismus, der eine ist die Niere, der andere ist der Herz, das Herz, andere ist das Gehirn und man versucht halt miteinander zu arbeiten und das ist halt auch wirklich wichtig, neue Netzwerke aufzubearbeiten und sozusagen auch sich selbst zu organisieren. Der dritte Punkt ist für mich auch sehr wichtig und das ist die innere Frieden bzw. die innere Harmonie. Also viele wollen halt zum Beispiel globalen Weltfrieden haben, möchten, dass halt die Leute ihre Lebensweise zum Beispiel, wenn man Veganer ist, sollen alle Leute sofort aufhören, Fleisch zu essen, das ist doch alles böse und man kritisiert sozusagen halt andere, einfach versucht halt im Äußeren alles zu verändern und ist halt mit seiner inneren Arbeit noch nicht so weit. Das habe ich auch jetzt die letzten Jahre erst auch durch mein Tai Chi kennengelernt. Das ist halt so, dass innerer Frieden bzw. äußerer Frieden erst durch inneren Frieden entsteht. Und es ist so, warum muss man halt einen kritisieren, anmaulen? Zum Beispiel sehe ich das halt auch viel in der veganen Szene. Versteht mich nicht falsch, ich bin auch für diesen übermäßigen Fleischkonsum bin ich dagegen. Es ist unverantwortlich, aber ich muss halt auch sagen, jeder übernimmt selbst Verantwortung für die Tätigkeiten und die halt im Leben durchführt. Und ich bin hier kein Richter und sage, es ist schlecht, wenn du Fleisch isst, nimm lieber dieses vegane Tofu-Ersatzprodukt, wo alle möglichen chemischen Stoffe mit drin sind, die ich auch nicht befürworte, die ich auch nicht essen würde, aber nur weil es vegan ist und kein Tierleid entsteht, würde ich es trotzdem niemandem empfehlen. Wenn sich jemand vegetarisch ernährt, finde ich auch okay. Wenn sich jemand gemischt köstlich ernährt, finde ich auch gut. Muss aber dann auch sagen, dann sollte auch dieser Mensch selbst sein Fleisch großziehen. Da habe ich auch schon Erfahrung bei meinem regionalen Freund, dem Urproduzenten gemacht, der hat halt eigene Gänsen und da kostet zum Beispiel das Kilo 16 Euro, die Gans. Das ist halt, weil sie das ganze Jahr großzieht, sie füttert und auch den ganzen Lärm und sowas hat. Also das ist nicht immer einfach und dann hast du halt mal für die Wintermonate mal Fleisch und nicht immer durchgängig. Also da passt halt auch schon mehr auf und wenn man halt auch mal das Tier von Hand selbst großzieht und auch mal rupft oder selbst schlachtet, hat man auch wirklich einen anderen Bezug dazu. Und ja, sonst wie sich halt jeder ernährt, roh vegan wie ich zum Beispiel, vegetarisch vegan ist mir eigentlich, ja, ist halt jeder seine Sache. Es geht mir halt einfach darum, dass jeder auf seinem Weg weit vorangeschritten ist und es ist einfach ein Prozess und ein Lebensweg und den muss halt jeder selber gehen und da hilft es einfach nicht, die Leute da zu kritisieren, sie runterzumachen, weil da baut man eher Blockaden und Barrikaden auf und das hat eher weniger mit Frieden, mit Menschlichkeit und Gemeinschaft zu tun. Punkt Nummer 4 ist der lange Atem. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht jetzt hier in meiner Permakultur. Also das letzte war schon sehr anstrengend mit dem Anbau, mit dem Verkaufen und alles mögliche. Also das wirklich auch an die Menschen zu bringen. Und da bin ich auch meinem Vater sehr dankbar, dass er mir dabei geholfen hat, das aufzubauen. Also das ist schon richtig anstrengend. Also man braucht halt hier schon einen langen Atem. Ich mache das hier auf YouTube schon seit 3 Jahren ungefähr. Und habe jetzt auch nicht so die große Abonnentenzahl, habe auch sehr viel hier in meinem Projekt investiert und es geht einfach darum, wirklich den langen Atem zu haben, in die bittere Pille zu beißen, so
sehe ich halt auch im Garten, sehe ich beim Tai Chi. Es ist wirklich anstrengend, aber man muss halt wirklich immer dranbleiben. Manche meinen halt, nach einem Jahr habe ich dann schon Erfolge, bin reich, bin selbstständig, unabhängig, kann mein Leben selbstbestimmt führen. Das ist meistens Wunschdenken, muss auch wieder immer zurück auf die Realität kommen. Es kommen wirklich mal Schwierigkeiten und Probleme und Situationen auf, die einen wirklich zurückschlagen, die auch einen wirklich auch emotional treffen können. Natürlich auch umgekehrt auch Erfolgserlebnisse, so ist es nicht. Und man muss es halt so sehen, es baut sich wie draußen in der Natur auf, so ein kleiner Baum Stück für Stück. Mal kommt ein Wind, mal Regen, mal Schnee, das hemmt den Baum, Ast bricht ab. Wichtiger Hauptast zum Beispiel, es hemmt vielleicht auch den Baum, Schädlinge knabbern ihn an. Ja, und der wächst halt langsam vor sich hin und man braucht halt wirklich den langen Atem, braucht die Geduld und Durchhaltevermögen und dann kommt schon die Erfolge, dann baut sich halt alles stetig auf und das Wichtige ist halt einfach immer stets fokussiert bleiben auf sein Projekt, auf seine Sachen, die man mag und gerne tut und nicht jetzt wegen dem Geld Tätigkeiten machen muss oder nachgeht, damit man Geld bekommt, weil dann hätte ich schon längst andere Sachen gemacht. Hätte ich YouTube nicht gemacht, hätte ich meine Permakultur nicht gemacht, hätte im Vornherein erstmal viel Geld gesammelt und dann erst angefangen und nicht von heute auf morgen einfach gestartet und losgelegt. Und da für mich ist es einfach wirklich wichtig, das zu machen, was man liebt, was man gerne macht und darauf seinen Fokus richtet und nicht immer schaut, was die anderen machen, die anderen dabei vielleicht kritisiert, sondern wirklich seinen eigenen Weg, seine eigenen Entwicklungen auch geht. Und zum Abschluss der letzte Punkt, natürlich Lachen, Freude und Liebe. Weil ja, es ist einfach das Leben, man soll es halt genießen, dafür sind wir einfach da. Lieben, lachen und auch Späßchen machen, auch zu ernsten Themen. Es ist einfach gut, wenn man ja nicht immer alles so ernst nimmt. Er wird mit dem Lächeln, ja, auch bei schlimmen Situationen durch die Welt geht und ja, auch wirklich Menschen, Tiere, Pflanzen liebt, Menschlichkeit zeigt und ja, wie gesagt, diese eine innere Harmonie, die innere Sonne, die springt auch immer mehr an weiteren Menschen über und man trifft halt auch immer dann die Menschen, die zu einem passen. Das ist halt sozusagen auch, was ich mich viel beschäftigt habe mit dem morphischen Feld. Man zieht sozusagen die Menschen an, mit denen man zusammen sein möchte, wenn man diese Gedanken hat und ja, geht halt mit denen ins Resonanz. Also Gleiches zieht Gleiches an und so sollte man einfach denken. Man soll nicht aufgeben, man soll sich nicht arm oder schlecht reden, immer weiterbleiben, man ist stark, man schafft es, man hat Durchsetzungsvermögen, Durchhaltevermögen und immer mit einem netten Lächeln im Gesicht, mit Freude und Harmonie. Und in diesem Sinne danke ich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Natürlich würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und noch auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wie gesagt, unten in der Videobeschreibung habe ich ja, weitere Links zu meiner Webseite zum Beispiel, zu meiner Crowdfunding-Kampagne. Auch habe ich jetzt eine neue Bedarfsliste erstellt, wo ich halt einfach, wo ihr mich auch unterstützen könnt, zum Beispiel auch über Amazon Links, ja, kleine Gegenstände, die ich für mein Projekt benötige, um es halt auch langfristig gut aufzubauen. Da sind halt viele verschiedene Sachen mit dabei. Und natürlich auch ein allgemeiner Amazon-Link, falls ihr auch über Amazon bestellt, dass ihr halt auch hier über meinen Link zum Beispiel bestellen könnt und ich da eine kleine Provision erhalte und ich halt einfach das Geld hier für das Permakulturprojekt auch nutzen kann, für die Technik, für die Ausstattung, für die Pflanzen und auch als energetische Entlohnung für mich. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.